Hi, ich bin wieder wohl ausgeruht aus meinem Urlaub in Griechenland zurück. Lasst euch von den Medien nicht irritieren. Urlaub in Griechenland zu machen ist auf jeden Fall schön und die Leute sind nett und freundlich und hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Ja, war sehr netter Urlaub. Aber ich habe sehr viel verpasst im Urlaub. Zum Beispiel die Gamescom und die ganzen News, die damit gekommen sind. Also da wisst ihr eh schon viel besser Bescheid, weil das einfach schon eine Woche her ist. Aber ich werde trotzdem nochmal drauf eingehen, weil es alles ziemlich interessant. Erstmal zu Overwatch, weil da kann ich nicht so viel sagen. Overwatch gibt's wieder, sind wieder neue Heroes angekündigt worden. Und der Release dürfte in irgendeinem 10. im Herbst sein. Das heißt, irgendwann im Herbst eigentlich. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich endlich wieder drauf, einen Shooter zu spielen. Vor allem, es wird ein ziemlich teambasierter Shooter sein. Allerdings für mich schwer zu einem Shooter recht viel zu sagen. Beim Taktik- oder Strategiespiel kann man einfach recht viel Theorycraft machen. Beim Shooter muss man einfach live dabei sein, finde ich. Von daher gehen wir weiter zu Heroes of the Storm. Also den Leoric habe ich nur ganz kurz gesehen, im Try Mode ausprobiert, aber ansonsten bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen, da was zu spielen. Ich werde mir den so bald wie möglich kaufen. Ich habe gerade keine 10.000 Gold, aber der ist schon billiger geworden, weil der scheint genau das Richtige für mich zu sein. Man kann was machen, wenn man tot ist, und nachdem ich recht häufig stirb, ist das genau das Richtige für mich. Den werde ich euch dann aber zeigen, sobald ich ihn in der Auswahl habe und sobald ich ihn spielen kann. Ansonsten sind drei Heroes angekündigt worden. Der Monk, der ist recht interessant, weil man am Anfang seinen Trait auswählen kann, ob das eher Support oder eher Damage ist. Und ja, ist ein Melee-Supporter, beziehungsweise ein Melee-Damage-Dealer, bei dem man allerdings ziemlich gut auf sein Positioning aufpassen muss. Da bin ich sehr gespannt. Ich schätze mal, der springt ziemlich viel auf dem Schlachtfeld herum. Der zweite Hero ist der Rexxar, der rennt mit seinem Mischer rum, mit dem Bären. Der wird auch wieder ein bisschen anders zu spüren sein. So wie ich das mitgekriegt habe, ist es so, dass die nicht so auseinanderziehen werden wie die Lost Vikings. Gleichzeitig ist er ranged, das wäre auch ein Tank über Mischa. Wird recht interessant sein zum Spüren in der Lane. Und das dritte, was dann kommen wird, ist der Combat Medic aus StarCraft. Und das wird auch wieder Support Hero. Bin ich schon sehr gespannt, was da, wie die dann wirklich ausschauen werden. Das wird sicher nur eine Weile dauern, bis die kommen. Ich schätze mal, der Monk wird allerdings recht bald kommen. Zumindest ist er schon am Test Realm. Und es ist auch eine neue Map auf dem Test Realm. Bin gespannt, wie viele Maps sie nun machen. Weil schon langsam werden es eh relativ viele und man kann sich zu jeder Map schon ziemlich viele Taktiken überlegen. Was interessant ist bei dieser Map, die kommen wird, das wird also wieder so eine Diablo-themed Map sein, wo man bei einem von drei Schreinen Skelette töten muss. Auf jeden Fall, wer dieses Rennen gewinnt um diese Skelette, der kriegt halt wieder einen fetten Golem quasi. Nur was bei dem speziell ist, der ist vor allem dazu da, um auf Heroes zu hacken, viel weniger als auf die Gebäude. Das wird bei Teamfights dann recht interessant. Da kann man halt dann einfach mal den Teamfight ziemlich stark rumbiegen, während man mit den anderen Map-Objectives üblicherweise einfach nur Teile der Base einpusht. Aber schauen wir mal, was da noch kommt. Und jetzt gehen wir weiter zu Hearthstone, weil dort tut sich wirklich viel. Ich habe eigentlich schon fast gedacht, dass ich den Release verpasse im Urlaub, aber der ist ja immer noch nicht da. Aber es sind schon sehr viele Karten angekündigt worden. So, schauen wir da mal auf Hearthpawn, wo die Karten ziemlich schön aufgelistet sind. So, wo ist jetzt das, was ich gern hätte? Da sind wir. Schiebe mich hier mal in die Ecke. So.
sind schon einige Karten angekündigt worden. Bin schon echt gespannt, was die restlichen sein werden. Mir gefallen die Karten irrsinnig gut. Ich glaube, es wird wirklich lustig sein, mit denen zu spielen. Zusätzlich ist es nur so, also es ist eine große Erweiterung, es sind wieder 132 Karten. Zusätzlich ist es nur so, dass bei Arena dann ein zufälliger Booster ausgeteilt wird, ob das jetzt ein Classic, ein Goblin vs. Gnomes oder Grand Tournament Booster sein wird. Was auch nur passieren wird, ist, dass man beim Ranked Mode am Ende der Saison einen Preis kriegt mit dem Cardback, zusätzlich nur goldene Karten, je nachdem wie weit man vorkommt, bis zum Ma also Maximumpreis kriegt man auf Rang 5. Und da kriegt man, glaube ich, dann so drei oder vier goldene Karten. Können durchaus auch besser als Common sein. Was ich recht cool finde, ich finde das cooler wie ein Booster, weil man kriegt so und so Karten dabei und es ist so den Gold, es bringt dort viel mehr Dust und damit kann man sich halt dann wieder die Karten bauen, die man wirklich braucht. Wenn man es nicht zufällig eh gerade kriegt, den Golden. Gerade da gibt es noch einige Spieler, die sowieso die Karten in Golden sammeln, da kommt das natürlich noch besser, finde ich. Ja. Es gibt ein Keyword Inspire, das dazu kommt. Man sieht es zum Beispiel beim Savage Combatant. Inspire ist generell das, sobald man Hero-Fähigkeit einsetzt, wird Inspire aktiviert und macht den Effekt, der drauf steht. Also eine eigene Hero-Fähigkeit. Fangen wir beim Druiden an. Aviana, your minions cost 1. Ist selbst nur für 5er für 9. Ich lasse mich natürlich gerne etwas Besseren belehren, aber ich finde den jetzt nicht so toll. Da 9 Mana halt schon sehr viel ist, der Body ist sehr schlecht. Und damit man das dann wirklich gut nutzen kann, finde ich, braucht man halt recht viel teure Karten. Also teure Minions. Und ich frage mich gerade, wie das Deck dann ausschauen sollte, wenn man recht viel teure Minions drinnen hat. Weil mit billigen Minions zahlt es nicht aus, weil der Minion selbst, also die Aviana selbst zu schlecht ist. Ja, mal schauen. Astral Communion, Communion für 4 Mana, gain 10 Mana Crystals und discard your hand. Ja, ist auch interessant. Man hat dann 10 Mana Crystals, aber man hat keine Hand mehr. Was macht man dann damit? Wobei, gain 10 Mana Crystals. Kriegt man dann die überschüssigen Mana Crystals als Karte? Ja, dann würde man es einfach, also würde man es einfach wieder nachziehen, die Karten. Dann wäre es einfach nur super, super mächtig. Aber ich glaube, man kriegt für diese Mana Crystals, die man über 10 hat, nachher also keine extra Karte. Also so, gibt es sicher irgendwelche Möglichkeiten in ein Deck einzubauen. Mir fällt jetzt aber gerade keine ein. Also für mich ist das nicht so interessant. Der Savage Combatant ist wieder mal ein Beast. Der Druide kriegt immer mehr Beasts, damit man da ein bisschen diese Synergie mit dem Druid of the Fang zusammenkriegt. 4 Mana 5-4 sind jetzt nicht unbedingt die tollsten Stats, aber es ist zum Beispiel besser wie die Stats von einem Dark Iron Dwarf. Und der Inspire ist zwar nicht unbedingt gleich im gleichen Zug aus, man hat nur 2 Mana extra, aber gibt dem Hero 2 Attack. Das heißt, man kann halt einfach nur was aufräumen, auch wenn man vielleicht nichts an Bord hat. Man kann einfach mit dem Hero Attack dann einfach nur was machen. Inspire kann immer wieder aktiviert werden, solange der Savage Combatant liegt. Finde ich nicht so gut. Ich glaube, man wird nicht wirklich viel sehen. In der Arena vielleicht. Schauen wir mal. Also, damit man gleich aktivieren kann mit Inspire, braucht man 6 Mana und für 6 Mana 5-4 plus 2 Attack am Hero ist nicht so toll, finde ich. Dann Assus Aspirant, der gefällt mir sehr gut, ich finde, der passt super zum Druiden. 2 Mana, 2-3 sind ganz solide Stats einfach und man kriegt ein Empty Mana Crystal. Wenn er stirbt, verliert man wieder ein Mana Crystal. Solange der am Leben ist, ist man einfach nur mal Ecken schneller. Das heißt, man macht eigentlich da recht viel Druck auf den Gegner damit. Und das finde ich sehr cool, also gefällt mir sehr gut. Druid of the Saber. 2 Mana, 2-1 und entweder mit +1/+1 und Charge. +1/+1
1 plus 1 und Stealth oder 2 1 Charge. Also er ist entweder ein Murloc Charger oder ist er 3 2 Stealth. Bin mir ziemlich sicher, das sind beide wieder Beasts. Könnte interessant sein. Ist halt wieder eine flexible Karte. Gefällt mir recht gut. Ich frage mich allerdings, ob man wirklich sehen wird in der Arena. Ziemlich sicher. Ja, bin schon gespannt. Living Roots ist wieder so ein flexibler Spell. Für ein Mana entweder zwei Schaden schießen oder zwei 1-1er Saplings bringen. Die gefällt mir sehr gut. Ist halt wie Holy Smite oder Arcane Shot oder eben zwei 1-1er Saplings. Ich glaube, es gibt für ein Mana nichts, was einem zwei Minions bringt. Was für ein Token Deck recht interessant sein kann. Also beispielsweise mit dem 3-5er, der für Spells ein 1-1er bringt. Mir fallen jetzt die ganzen Kartennamen nicht mehr ein. Hat man einfach in Runde 5 spielt man den Living Roots und vielleicht in das Soul of the Forest. Und man hat 3 1-1er gekriegt, die alle als 2-2er respawnen und der 3-5er wird auch nochmal gedeathrattled, was wirklich, wirklich cool ist. Also, ich werde da sicher wieder ein Token-Deck ausprobieren mit Living Roots. Lock and load. Each time you cast a spell, this turn add a random Hunter card to your hand. Gefällt mir überhaupt nicht. Also, zum einen hat man halt die ganze Zeit das Lock and Load in der Hand, zum anderen ist es halt voll random, was für Karten man kriegt, und man muss auch noch Spells spüren damit. Ja, eigentlich möchte man so viele Spells wie möglich spüren, damit man halt möglichst viele Karten zieht. Er kostet selbst Mana. Dann Huntermarkt man halt alles und naja, dann hat man seine Huntermarks nicht mehr. Man kriegt halt irgendwelche random Karten dafür. Gefällt mir nicht. Also, Lock and Load. Gibt sicher einige Leute, die es ausprobieren. Ich werde es nicht sein. Aber ich glaube nicht, dass der so toll ist. Ball of Spiders, Summon 3-1-1 Web Spinners. Wäre sehr cool, wenn er nicht so unglaublich teuer wäre. Also für 6 Mana finde ich ihn unspielbar. Für 4 Mana. Weiß nicht, ob er dann schon zu stark ist. Für 5 Mana finde ich es immer noch zu teuer. Für 3 Mana wäre er natürlich super stark. Schauen wir mal. Also ich glaube, von dem werden wir nicht viel sehen. Auch nicht in der Arena. Brave Hunter, 1 Mana, 2-1 und Inspire. Also wenn man die Hero-Fähigkeit einsetzt und keine Karte auf der Hand hat, dann macht man 2 Schaden auf den Gegner. Ist halt wieder so eine If your hand is empty Karte beim Hunter. Dabei finde ich es noch nicht wirklich toll, weil man muss halt wirklich die Hand leeren. Und jede Karte, die man halt dann nachzieht, ist halt eine recht schwache Karte, weil man halt natürlich im Deck dann recht viel billige Karten drinnen hat. Und ich habe mich mit dem Prinzip noch nicht so richtig angefreundet. Ansonsten, wenn das besser funktioniert, wenn es mehr Karten dafür gibt beim Hunter, wo sich das dann auch wirklich auszahlt. Ich glaube, der Punkt ist dabei noch nicht so wirklich erreicht. Dann wird der schon recht cool, der Brave Hunter. Bis jetzt gefällt es mir noch nicht so. Mage. Der hat einige sehr starke Hero Power Karten schon ins Spiel, also revealed gekriegt. Und zwar den Kol'Dara Drake. 6 Mana, 6-6 ist voll in Ordnung. Es ist ja wieder ein Drache, das heißt, vielleicht kann man nochmal was mit dem machen. You can use your power any number of times, your hero power any number of times. Das heißt, sollte der die Runde wirklich überleben, kann man in der nächsten Runde mit 7 Mana schon dreimal seine Hero Power einsetzen. Mit 3 Schaden schießen geht schon was. Dafür, dass man keine Karten braucht, kann schon interessant sein. Zusätzlich gibt es hier auch den Fallen Hero, 2 Mana für 3-2, also gute Stats eigentlich. Und your Hero Power deals one extra damage. Die kann man natürlich ja zweimal haben. Also, ja, also mit Fallen Hero, Kol'Dara Drake, da kann man recht viel Inspire-Sachen aktivieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Mage gute Inspire-Decks hinkriegen kann. Effigy ist ein neues Secret. 3 Mana, wie alle Mage Secrets natürlich. When a friendly minion dies, summon a random minion with the same cost. Ich finde das sehr random und ich finde es nicht wirklich toll.
Allerdings ist es natürlich so, dass es halt darauf ankommt, was für Minions man selbst spielt. Sollte man natürlich irgendwie nur dicke Minions haben, dann zahlt sich das natürlich insofern aus, weil Effigy selbst nur 3 Mana kostet und man kriegt dann einen random Minion, der halt viel teurer ist. Oder wenn man halt einen Healbot spielt, dann kriegt man einen random 5 Cost Minion für 3 Mana. Es ist halt trotzdem random. Mir gefällt es nicht so gut, weil es so random ist. Dann Flamelance. Für 5 Mana 8 Schaden auf einen Minion. Finde ich irgendwie nicht sonderlich sinnvoll. Also, ich finde, man braucht es nicht wirklich. Sehr so eine Filler-Karte, finde ich. Spellslinger, 3 Mana, 3-4. Ist halt 3-4er Minion für einen Mage. Und jeder Spieler kriegt eine random Spellcard auf die Hand. Ist halt gut für beide. Die Randomness ist ziemlich hoch, weil es kann halt alles mögliche ein Spell sein. Es kann ein Null-Mana-Spell sein, es kann ein Mind-Control sein. Es ist halt so, dass der Mage, gerade wenn man ein Deck drumherum baut, mit Spellkarten halt mehr anfangen kann. Also ein Spelldeck ist ja vielleicht interessant. Schauen wir mal. Paladin. Also ich finde, Paladin hat auch einige coole Karten. Ich finde da viele Inspire-Sachen passen ganz gut zum Paladin, aber da kämen wir noch hin. Edric the Pure finde ich ziemlich cool. 7 Mana, 3-7 ist jetzt natürlich keine sonderlich tollen Stats, aber heute trotzdem viel aus. Und wenn ein Spiel kommt, ist es ein Argent Protector auf alle. Das heißt, was ist das Argent Protector? Also auf jeden Fall. Alle gegnerischen Minions Attack wird auf 1 reduziert. Und ich finde den sehr cool. Gegen Rush Decks bringt es natürlich nicht sonderlich viel, ob es jetzt der Hunter ist oder ein Warlock, ein Zolok. Weil, gut, wenn er 5-1-1er bis 2-1er hat, 2-3er oder sowas in die Richtung, wenn man da alles auf 1 reduziert, hat sich nicht recht viel geändert. Und man hat immer nur eine Masse an Minions auf dem gegnerischen Board. Allerdings gegen Midrange oder Late Game Decks ist es, finde ich, sehr stark. Und ja, also gegen Midrange und Late Game finde ich Edric the Pure sehr cool und ich freue mich schon, den zu spielen, weil ich glaube, ich habe echt Lust auf Paladin nach dieser Erweiterung. Schauen wir mal. Tuska Chaucer, 5 Mana, 5-5, also sehr solide Stats. Und Battlecry ist dieses Jousting, wie sie es nennen. Reveal a Minion in each deck und wenn der deinige mehr kostet, kriegst du 7 Hitpoints. Gut, wenn man sie heilen lässt, also wenn man geheilt werden will, dann will man das eigentlich nicht dem Zufall überlassen. Allerdings spielt man den wahrscheinlich in erster Linie dann, wenn man Probleme hat mit so Decks wie Zo oder Hunter. Und da kann man es durchaus ganz gut hinbiegen, dass man mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit die Minions hat, die mehr Mana kosten. Und da ist halt dann für 5 Mana 7 Heal und auch 5-5er dazu schon sehr stark. Also der Tuska Chaucer, der ist schon cool. Der gefällt mir auch sehr gut. Die Argent Lance finde ich ziemlich mies. 2 Mana, 2-2 und eben auch dieses Jousting, wenn dein Minion, der aufgedeckt wird, höhere Mana-Kosten hat wie der Gegner, dann kriegt man plus 1 Durability. Allerdings, selbst mit der Durability ist halt 2 Mana 2-3. Und den finde ich beim Paladin einfach nicht gut. Die Hero-Fähigkeit für 2 Mana ist auch schon stark und es gibt einfach so viele gute Waffen beim Paladin, dass ich die einfach nicht auszahlt, finde ich. Also da spiele ich lieber für 3 Mana die 2-3er, wo einer Taunt und Divine Shield kriegt. Warhorse Trainer ist wieder recht interessant. Ja, Silverhand Recruits kriegen plus 1 Attack, solange der Warhorse Trainer im Spiel ist. Das ist natürlich ein sehr cooler Buff für die Hero-Fähigkeit. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und er selbst ist für 2, 4, für 3 Mana auch ein guter Body eigentlich. Also Warhorse Trainer gefällt mir sehr gut.
Weiter zum Priest, da sind noch nicht recht viele Sachen revealed worden. Confuse finde ich so generell nicht gut. Allerdings ist es halt wieder eine Karte, mit der man dieses Priester-Combo aktivieren kann. Das heißt, man kann seine Minions hochbuffen und auch statt Inner Fire kann man einfach Confuse spüren oder an Graced Alchemist, um seine Minions zu swappen und dem Gegner einfach ins Gesicht zu hacken. Also es ist eine weitere Karte zum Aktivieren dieser Combo. Ansonsten finde ich es jetzt nicht so toll. Der Holy Champion ist, glaube ich, eher in der Arena interessant wie im Constructed. 4 Mana, 3, 5 und hat die Fähigkeit wie auch dieser 1-2er Light Warden. In der Arena ist der relativ gut. Da sind die Minions einfach ein bisschen mehr stucky, finde ich. Und ja, der ist klar mal ein 5-5er und kann recht schnell weiter hochwachsen und ist dann schon recht gefährlich. Flash Heal, ein Mana, 5 Hitpoints. So jetzt eigentlich gar nicht so besonders, wenn es da nicht diesen Orochimaru Soul Priest gab. Mit dem Orochimaru Soul Priest finde ich, ist der echt, echt cool. Ich meine, 5 Schaden für ein Mana, da sage ich nicht nein. Mit anderen Sachen finde ich den jetzt nicht irgendwie so interessant, aber mit Orochimaru Soul Priest ist er super cool. Bin ich gespannt, was da noch kommt mit dem Flash Heal. Rogue hat ein paar Minions, ein paar Karten, die bis jetzt noch nicht so wirklich reizen. Der Anubarak, 9 Mana, 8-4. Und wenn er stirbt, kriegt man zurück auf die Hand und man kriegt stattdessen einen 4-4er Nerubian. Gut. Ist jetzt eigentlich nicht so schlecht, aber 9 Mana ist halt einfach voll viel. Von daher finde ich ihn irgendwie nicht wirklich toll. Poison Blade, 4 Mana, 1-3. Und wenn man die Hero Power verwendet, dann wird halt die Waffe nicht ersetzt, sondern er kriegt einfach plus 1 Attack. Naja. Gefällt mir auch nicht. Finde ich nicht wirklich toll. Ich meine, plus 1 Attack dafür, dass man halt dann wieder 2 Mana ausgibt für 3 Durability-Waffen, finde ich einfach nicht gut. Und 4 Mana ist einfach viel zu viel Mana dafür. Also mir gefällt die Poison Blade überhaupt nicht. Gut. Burgle. 3 Mana, 2 Karten ziehen. Allerdings sind es 2 random Class Cards von der gegnerischen von der gegnerischen Klasse. Ist super random. Finde ich einfach nicht gut. Ist einfach zu random, finde ich. Vielleicht nur in Arena, dass man spielt. Der Cutburst, 2 Mana, 2-2 und immer wenn der Minion den gegnerischen Hero attackiert, kriegt man ein Coin. Ein Coin ist beim Schurken schon sehr interessant, einfach nur wegen der Combo. Also nicht nur wegen dem Mana, sondern auch wegen der Combo. Der Cutburst selbst ist allerdings ein bisschen schwach auf der Brust mit 2-2. Die Coin ist allerdings was recht Interessantes. Bin schon gespannt, ob man den mal was sieht. Die Shadow Pan Cavalry finde ich nicht wirklich toll. 5 Mana, 3, 7 und mit Combo wird er erst zu 6, 7. Ja, wieder zu 6, 7, wo er halt dann gleich stark ist wie Boulder Fist Ogre, der halt ein Mana mehr kostet. Dafür braucht man kein Combo dafür. Ja. Mir gefällt er nicht wirklich. So, Schamane, der Charged Hammer, 2-4 und mit Death Rattle kriegt man eine andere Hero Power und zwar eine, die 2 Schaden macht. Das ist natürlich eine ziemlich harte Hero Power. Allerdings kostet Charged Hammer erst einmal 4 Mana und man braucht da 4 Züge, bis man es aktiviert. Und man kann dann keine Totems mehr stellen. Ist zwar interessant, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man ihn wirklich sehen wird. Der Thunderbluff Valiant, der ist allerdings interessant. 5 Mana 3-6 und wenn man seine Hero Power aktiviert, also inspired, dann kriegen alle Totems plus 2 Attack. Das ist sehr cool, vor allem, da es nur ein paar neue Totems, also es gibt
zusätzliches Totem, also gibt einen Minion, der Totem ist. Und zusätzlich gibt es einige Sachen, die Totems spielen bevorzugen. Der Thunder Bluff Valiant, bin ich mal gespannt, ob der mal gespielt wird. In der Arena finde ich, ist auf jeden Fall recht interessant. Schauen wir mal, was sonst noch kommt an Karten beim Schamanen. Wobei recht viel, glaube ich, kommt da nimmer. Ich glaube, da kommt noch mal eine Legendary dazu. Der Draenei Totem Carver, 4 Mana 4-4 und kriegt plus 1 für jedes freundliche Totem. Sobald man eine Art Totem liegen hat, ist er schon stärker wie ein Yeti, was schon recht cool ist. Vor allem die Chancen, dass man mehr als ein Totem liegen hat, ist gar nicht so schlecht. Wenn man sich die anderen Karten anschaut, die es da gerade noch gibt, zu denen wir gleich kommen werden. Also Draenei Totem Carver könnte durchaus sehr interessant sein in Totem-Based Decks. Die Healing Wave, 3 Mana und restored schon mal 7 Hitpoints. Und wenn man dann nur einen Minion revealed, der mehr kostet wie einen anderen, sind es stattdessen 14 Heal. Also mit 14 Heal kommt man eigentlich schon aus ziemlich brenzlichen Situationen gegen Zoo oder Hunter. Also Healing Wave ist, glaube ich, sehr interessant, wann wirklich viel gerusht wird mit den Decks. So, Tuska Totemic finde ich sehr cool. 3 Mana allerdings für 2 Mana Minion Stats, also 3-2 für 3. Allerdings kriegt man nur ein Random Totem, und zwar any Random Totem. Und das kann zum Beispiel auch ein Mana Tide Totem sein oder ein Flame Tank Totem. Also das Tuska Totemic ist, ich glaube, der ist sehr stark. Einfach nur, wenn es ein Healing Totem ist, dann ist es da halt ein 0-2er, was man dazu kriegt, und hat man halt auch ein Body von 3-4 insgesamt für die 3 Mana. Nur dass es eben halt auch sehr starke Totems sein können und man eben einige Karten hat, die eben mit Totems recht gut funktionieren. Es kann durchaus auch ein Totem Golem sein, weil das ist auch ein Totem. Und der Totem Golem kostet nur 2 Mana für 3-4 und hat dafür Overload 1. Gut. Das macht allerdings zu 3 Mana für 3-4 mit dem Totem-Attribut, den man sogar noch eine Runde früher spielen kann. Ich glaube, der Totem Golem ist sehr, sehr, sehr cool. Eben auch mit den ganzen anderen Totem-Fähigkeiten. Ancestral Knowledge, 2 Mana. Zwei Karten. Allerdings Overload 2. 2 Overload ist ziemlich viel. Karten ziehen ist allerdings trotzdem interessant. Aber wahrscheinlich in dem Fall erst ab Midgame. Weil mit Overload 2 verkrüppelt man sich schon sehr stark. Wenn man es zum Beispiel im zweiten Zug macht, dann ist man halt im dritten mit nur einem Mana dran. Da kann man quasi nichts machen. Und wenn man es im dritten Zug spielt, dann verkrüppelt man sich halt seinen vierten Zug, wo man halt nur mal 2 Mana übrig hat. Aber im vierten Zug möchte man eigentlich doch einige andere Sachen spielen. Auf zum Warlock. Der Wilfred Fizzlebang. 6 Mana 4-4 und Karten, die man über die Hero Power zieht, kosten 0 Mana. Das ist durchaus interessant. Allerdings kostet er heute halt doch schon selbst 6 Mana. Wenn man es mit Hero Power gleich einsetzen will, dann sind es schon mal 8 Mana. Und dafür hat er halt einen recht schwachen Body mit 4-4. Ja. Mir gefällt er nicht so. Dreadsteed gefällt mir auch nicht wirklich so. Es ist oder so, er kostet 4 Mana, ist 1-1 und wenn er stirbt, kommt dort wieder ein Dreadsteed. Das heißt, den kann man eigentlich nur killen, wenn man vorher silenced. Ansonsten kommt er immer wieder. Selbst mit einem dem Anzima, der das Death Rattle verdoppelt, ist er wahrscheinlich auch nicht so toll. Ich meine, dann kommen halt mehr Dreadsteeds und die kommen halt auch immer wieder, weil irgendwann hat man halt das Board voll mit lauter 1-1 an. Ja. Also mit der Dreadsteed kann ich nicht so viel anfangen. Die Fist of Charaxus ist allerdings interessant. Es gibt nämlich sehr viele neue Möglichkeiten.
Es macht einfach 4 Schaden auf ein random Enemy für 4 Mana, was eigentlich grauenhaft schlecht ist. Allerdings wirkt es auch, wenn die Karte discarded wird. Das heißt, man kann den durchaus auch mit einer Succubus spielen. Wenn zum Beispiel man nur mal das Fist of Xerxes in der Hand hat und das Succubus, dann spielt man einfach mal die Succubus 4-3 und macht dann zusätzlich noch 4 Schaden auf ein random Enemy. Also mit Discard kann man auf einmal was machen mit Fist of Xerxes. Ich bin gespannt, ob da noch mehr Karten kommen in diese Richtung. Wäre sehr spannend. Wrathguard ist wieder ein super starker Minion für ziemlich wenig Mana. Und zwar 4-3 für 2. Ist selbst wieder Demon. Allerdings wieder mit einem starken Drawback. Und zwar, whenever this minion takes damage, also deal that amount to your hero. Das kann jetzt allerdings auch Überdamage sein. Das heißt eigentlich gegen einen Control Worry. Also sobald man öfter mal auf einen Control Worry stößt, wird man Wrathguard wahrscheinlich nicht wirklich spielen wollen, weil wenn da einfach mal so ein Shield Slam für 12 oder sowas auf den Wrathguard trifft, dann trifft's auch den eigenen Hero für 12. Und das ist schon ziemlich hart. Also gegen Warrior, glaube ich, ist der ein bisschen sehr wild. Allerdings, ansonsten ist halt stark gehalten, nicht recht viel aus. Und stirbt halt gegen alle drei Zweier, Zweier Drops. Mit einem Drawback. Mal schauen. Demon Fuse, ein Demon kriegt plus 3 plus 3 und der Gegner kriegt ein Mana Crystal. Also wenn man vorhin Druck auf den Gegner machen will, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung für 2 Mana. Man kann halt dann wirklich auch gut als Finisher einsetzen. Aber ansonsten, ich glaube, da gibt es einfach Besseres. Das Power Overwhelming finde ich ist besser als Finisher und eben auch a Dark Bomb oder sowas in die Art. Zu den Warrior-Karten. Für 6 Mana ein 6-7er ist quasi ein Boulder Fist Ogre, allerdings mit einem Drawback. Allerdings wird man wahrscheinlich eher positiv setzen, sehen, weil wenn man den zieht, dann macht es einen Schaden auf alle eigenen Minions. Das heißt, man kann sie halt ganz gut enragen mit. Aber ganz gut kann man es eigentlich auch nicht, weil es ist nur beim Draw. Das heißt, man kann sie einfach nicht verlassen, wenn das kommt. Ich glaube, der Sea Reaver ist ziemlich schwach. King's Defender. 3 Mana, 3-2. Und wenn man einen Minion mit Taunt hat, dann ist es halt 3-3 Weapon. Ja. Das finde ich nicht so toll. Es gibt allerdings die Karte Bolster. Und es kann durchaus sein, dass bei den anderen Warriors-Karten und Karten dazukommen, die mit Taunt was machen. Weil Bolster gibt auch allen Taunt-Minions plus 2 plus 2 Attack. Plus 2 Attack und plus 2 Health. Was ziemlich stark ist für 2 Mana. Allerdings muss man dafür eigentlich schon einige Taunt-Minions haben. Man kann zum Beispiel auch den 0-2er für 0 Mana, den Target-Dummy kann man mit auf 2-4 heben mit Taunt für 0 Mana. Ist auch interessant. Also, King's Defender finde ich nicht so besonders. Ist jetzt sonst der 3-3er für 3, aber nur wenn man Taunt Minion hat. Gibt es, finde ich, auch bessere Weapons beim Warrior. Alexstrasza's Champion mit Battle Cry, gain one attack and one charge. Und Charge, wir sagen für 2 Mana 3-3er Charge, was ziemlich mächtig ist, allerdings braucht man dafür entweder einen Dragon. Und ich glaube, das reicht beim Warrior der Weiner nicht für ein Dragon Deck. Aber wer weiß, wie viele Karten noch kommen, kann durchaus noch interessant werden, irgendwann später. Bash ist allerdings sehr stark. Bash, der Warrior kriegt für 3 Mana eine Karte, die 3 Schaden macht und 3 Armor gibt. Was schon sehr stark ist, der Schaden ist auch nicht beschränkt. Man kann ihn auf Hero oder auf Minions geben und 3 Mana Armor ist halt auch sehr gut. Wenn man sich überlegt, es gibt einen Drain Life vom Warlock, der genauso 3 Mana kostet, allerdings nur 2 Schaden macht und auch nur 2 Leben gibt, wo Armor einfach besser ist, ist dieser Bash sowieso schon sehr stark. Und ja, gerade für Control Warrior finde ich ihn halt nur mal Ecke stärker. So, zu den Neutrals. Ice Hole, 9 Mana, 10-10 Charge, kann aber keine Heroes angreifen. Ja, finde ich ziemlich sinnlos.
Also für 9 Mana muss Minion schon sehr mächtig sein. Den finde ich nicht wirklich so toll. Der Sky Captain Crag für 7 Mana, ein 4-6er Pirat mit Charge. Der wird um 1 billiger für jeden freundlichen Piraten. Also sollten die Piraten irgendwann mal Piratendeck tauglich werden, dann ist der Sky Captain Crag voll vorne dabei. Aber bis dahin, glaube ich, gibt es zwar immer nur zu wenig interessante Piraten dafür. Dann Justicar True Heart ist interessant. 6 Mana, 6-3. Also von den Stats her nicht wirklich berauschend, weil er einfach viel zu wenig aushält. Allerdings ist seine Fähigkeit schon mal fix, weil es ist ein Battlecry. Und sobald man den einsetzt, wird die Hero Power mit einem stärkeren replaced. Soweit ich es gesehen habe, macht es einfach die Hero Power des Heroes doppelt so stark. Ich glaube, beim Mage ist es 2 Schaden, beim Priest ist es, glaube ich, 4 Leben, beim Warrior ist es, glaube ich, 4 Armor. Ich glaube, beim Druiden ist es 2 Attack und 2 Armor. Beim Warlock ist es, glaube ich, dass man kein Leben bezahlt fürs Karte ziehen. Beim Paladin sind es, glaube ich, 2 1-1er. Habe ich irgendwas vergessen? Beim Schurken. Was ist es beim Schurken? Vielleicht eine Zweierwaffe? Ich bin mir gerade nicht sicher, was es beim Schurken ist. Ja. Das ist interessant. Mit der Hero Power verbessern, allerdings nur für 6 Mana die Hero Power verbessern. Ob sie das schon auszahlt, dafür, dass man halt einen recht schlechten Body für die 6 Mana kriegt. Aber ist interessante Karten. Der Skeleton Knight finde ich ist weniger interessant. Er hat auch schlechte Stats, 7-4 für 6. Und wenn er stirbt und man deckt einen höheren Minion auf wie der Gegner, dann würde er heute halt wieder zurück auf die Hand kommen. Finde ich aber nicht so toll. Der Nexus Champion Sarad ist 5 Mana 4-5. Hat auch wieder nicht so tolle Stats für sein Mana. Allerdings ist das nur okay, weil er zumindest 5 Hitpoints hat. Und Inspire. Jedes Mal, wenn man die Hero-Fähigkeit einsetzt, kriegt man einen random Spell auf die Hand. Das ist schon sehr stark. Gut. Frage ist, ob man trotzdem irgendwas damit machen möchte. Vielleicht nur bei irgendeinem Inspire-Mage-Deck, wo man vielleicht mit den Spells noch was extra anfangen kann. So, für 4 Mana gibt es den Gormok, der Impaler. 4-4 für 4. Also Stats sind in Ordnung. Und wenn man mindestens 4 Minions hat, 4 andere Minions, ohne ihn selbst, dann macht er 4 Schaden. Klingt ziemlich viel, allerdings 4 Minions draußen zu haben, muss man erst einmal schaffen. Vielleicht mit einem Token-Deck oder mit einer Implosion, dass man das hinkriegt, aber ansonsten glaube ich, hat man eher sollten so viele Minions draußen. Vielleicht mit dem Zoo-Deck, im Zoo-Deck ist er wahrscheinlich nur am stärksten. Da kann man halt viel, mit 4 Schaden dann nochmal recht viel machen. Aedis Darkbane, 3 Mana 3-4 und Viola Lightbane, 3 Mana 3-4. Sind beides Neutral-Karten mit 3-4 Stats für 3 Mana. Das ist insofern schon mal interessant. Und das andere ist, die sind beide so, dass sie einen Effekt haben, wenn man selbst den eigenen Minion targetet. Also bei der Aedis Darkbane, wenn man die Aedis Darkbane targetet mit einem Spell, dann macht sie nur 3 Schaden auf einen random Gegner, was doch recht stark ist. Oder die Viola Lightbane kriegt Divine Shield. Ja, ist interessant für jegliche Buff-Decks. Vor allem sind halt, also wenn man wirklich vorhat, mit einem Deck viel zu buffen oder viel auf eigene Minions zu spellen, dann sind die beiden wirklich sehr stark. Frost Giant, 10 Mana, 8-8 und immer, also der kriegt halt einfach um 1 billiger für jedes Mal, wenn man die Hero-Fähigkeit eingesetzt hat in diesem Spiel. Ist interessant, aber ich glaube nicht wirklich gut. Ich glaube, den werden wir nicht wirklich sehen. Der Kodo So, für 6 Mana haben wir einen 3-5er, und das ist dann schon mal grauenhaft. Allerdings kriegt man jedes Mal, wenn man die Hero-Fähigkeit einsetzt, mit ihm einen 3-5er. Das ist natürlich ein gutes Upgrade für die Hero Power.
Allerdings, ja, sollte man fast erst mit 8 Mana spielen, damit man halt auch gleich mindestens ein zusätzliches Konto kriegt. Dann hat man 2, 3, 5er. Für jedes Mal weiteres Inspiren ist der halt natürlich super stark. Ich glaube eh nicht, dass wir was von dem sehen werden. So, Grand Crusader, 6 Mana 5-5. Allerdings kriegt man nur eine Karte dazu, wo man spielt, und zwar random Paladin-Karten. Ist. Okay. Allerdings ist es sehr random, Paladin-Karte, es kann nicht alles Mögliche sein. 4 Mana, 4-4, der Crowd-Favorite. Immer wenn man einen Minion mit Battlecry spielt, kriegt er plus 1 plus 1. Kann man sich jetzt Battlecry-Deck bauen. Aber selbst da glaube ich, finde ich ihn jetzt auch nicht. Also mit dem Battlecry-Deck ist er wahrscheinlich in Ordnung, aber ansonsten finde ich ihn nicht wirklich toll. Und wahrscheinlich ist das Deck einfach nicht gut genug. Schauen wir mal. Master of Ceremonies, 4-2 für 3 Mana. Und er kriegt plus 2 für jeden Minion mit Spell Damage. Die Sache ist nur die, die Spell Damage Minions sind alle eigentlich recht schwach. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass die länger überleben. Von daher ist sie wahrscheinlich nicht so toll. Gerade im Constructed, in der Arena. Wenn man wirklich mal mehrere Spell Damage Minions hat, dann ist es vielleicht sogar ganz in Ordnung, aber wahrscheinlich wird man den nie sehen. Der Garrison Commander ist wieder ein solider Zweier-Minion mit 2-3er-Stats. Und solange man den liegen hat, kann man sein Hero Power zweimal einsetzen, jeden Zug. Das ist halt sehr interessant für jedes Inspire-Deck. So, Garrison Commander ist quasi ein Must-Have für Inspire. Der Master Chaucer, 6 Mana, 5-6. Und wenn man einen Minion aufdeckt, der höhere Mana-Kosten hat wie der Gegner, dann ist er 5-6 Taunt und Divine Shield. Dann ist er auf einmal wieder recht stark für seine 6 Mana. Oder vorher halt nicht. Ich glaube, den werden wir nie sehen. Armored Warhorse, 5-3 für 4. Und wenn man einen höheren Minion aufdeckt wie der Gegner, dann kriegt er noch Charge. Finde ich nicht wirklich so toll. Gerade wenn man teure Minions spielt, dann hat man wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Zeit. Und man will jetzt nicht wirklich groß chargen. Finde ich nicht wirklich toll, das Armored Warhorse. Colosseum Manager, 2-5 für 3. Und bei Inspire kriegt man zurück auf die Hand. Was soll man mit dem machen? Man kann ihn halt recht häufig wieder auf die Hand bringen zum Heilen, aber ansonsten finde ich ihn auch nicht wirklich besonders. Der Arched Watchman ist 2 Mana 2-4, also hat sehr gute Stats für sein Mana. Allerdings kann er nicht angreifen, solange man jetzt eine Hero-Fähigkeit einsetzt. Finde ich auch nicht so toll. Der Injured Qualdir ist allerdings interessant. Für ein Mana ist er 2-4, allerdings kriegt er 3 Schaden. Also für ein Mana ist er 2-1, was halt Standard ist für ein Mana-Minion. Allerdings könnte man ihn halt heilen. Also mit Priester wird's interessanter. Es ist ähnlich wie der Injured Blade Master, dass man mit einem Circle of Healing auf einmal einen richtig guten Minion da hat für ein Mana. Mit Injured Blade Master wird das interessanter. Und zur Not ist es so, wenn man kein Zweier-Drop hat, dann heilt man halt einfach wieder hoch mit dem Heal vom Priest. Dann ist er 2-3er, ohne Drawback. So, also den Injured Qualdir kann man durchaus vorstellen, dass man den vielleicht hin und wieder wo sieht. North Sea Kraken für 9 Mana 9-7 mit einem Battlecry von 4 Schaden. Nicht wirklich so toll. Für 9 Mana braucht man größeren Impact. In der Arena allerdings kann das durchaus ein recht guter Late Game Drop, finde ich, sein. Also, falls man wirklich nur kaum Late Game Karten hat, ist so ein North Sea Kraken sicher nicht so schlecht. Mugler's Champion, 5 Mana 4-3. Er ist ein Beast, allerdings finde ich kein besonders gutes. Und zwar mit Inspire, also wenn man Hero-Fähigkeit einsetzt, kriegen alle anderen Minions, also deine eigenen. Allen anderen Minions plus 1 plus 1. Das ist halt auch permanent. Das heißt, das kann auch öfter passieren. Allerdings ist er halt selbst so schwach für 5 Mana mit 4-3, dass er eigentlich nicht recht lang überleben wird. Und für 7 Mana ist halt auch voll schwach, aber man kann es zumindest schon mal einsetzen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht gut genug, weil für 7 Mana kriegt man schon einen Stormwind Champion, der hat 6-6 und gibt auch zumindest für den Anzug allen plus 1 plus 1, wo er dann noch lebt. Also Mugler's Champion finde ich nicht wirklich toll.
Der Clockwork Knight finde ich auch nicht wirklich toll. 5 Mana, 5, 5 ist allerdings ein Mech und gibt am anderen Mech plus 1 plus 1. Finde ich reicht nicht wirklich aus, dass er gut ist. Der Tournament Medic, 4 Mana, 1, 8 und immer mal die Hero-Fähigkeit einsetzt, kriegt man 2 Leben regeneriert. Finde ich auch nicht wirklich gut. Die Maiden of the Lake wird wieder interessanter für 4 Mana, 2, 6. Das sind jetzt nicht unbedingt die Überstats, aber zumindest 6 Hitpoints sind relativ viel. Und die Hero Power kostet um 1 weniger. Das wird wieder interessant mit Inspire Decks, vor allem wenn man die Hero Power vielleicht sogar öfter als einmal einsetzen kann. Silverhand Regent, der gefällt mir sehr gut. 3 Mana, 3, 3, also die Stats sind voll in Ordnung. Und jedes Mal, wenn man die Hero-Fähigkeit einsetzt, kriegt man 1 an Silverhand Recruit. Man könnte Mana, das ist ein Paladin Karten, ist aber trotzdem neutral. Ist somit auch für andere Klassen interessant. Allerdings denke ich, ist es vor allem für einen Paladin interessant, weil er eben die Silverhand Recruits noch ganz gut puffen kann. Silverhand Regent gefällt mir eigentlich ganz gut. Kann man durchaus vorstellen, dass man den mal wo sieht. Gerade in der Arena ist er, glaube ich, recht gut. Argent Horse Rider, 3 Mana, 2, 1, Divine Shield und Charge, finde ich. Ist nicht gut genug für 3 Mana, da gibt es einfach bessere Sachen für 3 Mana, genauso mit Silent Knight, 3 Mana 2-2 mit Stealth und Divine Shield. Gut, 2-2 ist einfach zu schwach nach dem Divine Shield, dafür dass es 3 Mana kostet. Ich finde die beiden nicht wirklich gut. Der Flame Juggler 2-3 und wenn ein Spiel kommt, macht er einen Random Schaden auf einen Gegner, ist wohl sehr solide. In der Arena glaub ich wird man dann recht häufig sehen. Dann der Lancebearer für 2 Mana 1-2 und gibt dann Friendly Minion plus 2 Attack. Ist oder einfach Abusive Sergeant mit geswappten Stats, allerdings kostet er Mana mehr. Ich glaube, den werden wir nicht wirklich oft sehen. Der Gadgets and Jouster ist 1 Mana 1-2 und wenn man einen teuren Minion aufdeckt wie der Gegner, ist er 2-3. Gut, das klingt zwar jetzt irgendwie ganz interessant, nur irgendwie, wenn man was spielen möchte mit Joust, dann hat man eher teurere Minions im Deck und irgendwie, wenn man, gut, vielleicht ist er interessant, wenn man einfach nur teurere Minions spielt, aber wenn man generell mehr mit Joust spielt, glaube ich, wenn man den Gadgets an Joust da eigentlich nicht drinnen haben, weil dann kann man mit den anderen Karten möglicherweise einen Gadgets an Joust da aufdecken und dann schafft man den Joust nicht mit dem anderen Minion, was viel wichtiger wäre. Aber also mit dem Late-Game-Deck kann man damit, glaube ich, einen ganz guten Minion raushauen, recht bald, wenn man um halt selbst nicht sonst nur irgendwie Joust kriegen will. Dann wird er wahrscheinlich ähnlich sein wie einfach 2-3er-Zombie-Ciao. Der Lowly Squire ist einfach 1 Mana 1-2 und jedes Mal, wenn die Hero-Fähigkeit eingesetzt wird, kriegt er plus 1 Attack. Vielleicht sieht man irgendeinen Inspire-Dex, ich glaube es aber fast nicht. Mit dem wird eigentlich recht bald aufgeräumt. Gut, also auf hardpwn.com sieht man recht gut die aktuellen Karten. Sehr schöne Seite, sehr schön aufbereitet. Und das war's für mich heute mit dem Video und man sieht sie bald wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.